Herzlich willkommen zurück bei Survivor kein Blatt vom Mund. Heute wird es darum gehen, was ist eigentlich Satanismus? Die meisten von euch werden jetzt denken, dass Satanismus die schwarz gekleideten Menschen sind, die die Kirchen niederbrennen, die den Teufel anbieten und Dämonen beschwören. Aber da muss ich euch leider enttäuschen, denn das ist gelogen. Als erstes ist es interessant zu wissen, wer hat überhaupt die satanische Bibel geschrieben. Dies war nämlich Anton LaVey im Jahre 1966. Er selbst sagt, der Satanismus besteht aus 9 Teilen Anstand und 1 Teil Skandal. Zusätzlich ist der Satanismus eine Frage von Ethik, von dem Lebensgefühl heraus und ob man ehrlich mit sich selbst ist. Aber leider gibt es diese Satanisten, sie meinen Satanisten zu sein, weil sie das Satansbild des Christentums oder des Islams vertreten. Ihr Denken und ihr Handeln gleicht nicht dem von dem Satanismus, denn LaVey hatte anderes im Sinn. Denn der Satanismus ist extrem atheistisch veranlagt, heißt er leugnet Götter. Demnach ist Satan also nicht Gott und auch kein Teufel. Satan ist kein Wesen, er ist lediglich ein Symbol. Er repräsentiert das Bild einer durchströmenden universellen Lebenskraft. Und LaVey dachte sich, dass diese Lebenskraft dem Menschen einen verleiht, die Fähigkeiten zu geben, sein volles Lebenspotenzial im Hier und Jetzt auszuleben. Und so ähnlich sah er auch das Thema mit der Magie. Aber wie kommt es jetzt eigentlich zu diesem falschen Bild vom Satanismus? Zum einen tragen Journalisten, Kirchenvertreter und Hollywood ganz stark zu diesem Bild dazu. Aber auch die satanische Bibel liegt leider unter der Bedeutung von einer hohen Macht. Von einer hohen Macht, die solch derartige Dinge... Alles weitere sind sehr komplexe Punkte. Ich würde einfach mal sagen, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr für ein Bild vom Satanismus habt. Fazit kann man allumfassend sagen, dass diese Satanisten, die die Satansanbetung so verherrlichen, nichts mit dem eigentlichen Satanismus zu tun haben. Bist du jetzt neugierig geworden, was der Satanismus eigentlich ist, dann hinterlasse ein Abo und aktiviere die Glocke, dass du das nächste Video nicht verpassen kannst.